Kennt ihr das? Ihr als alter Retro-Gamer denkt jedes Spiel schon zu kennen und plötzlich seht ihr ein Spiel, von dem ihr noch nie gehört habt? Im Normalfall reagiert man dann ja so: Kenn ich nicht, kann nicht gut sein. So ging es mir mit Splatterhouse Wanpaku Graffiti, bis ich es gezockt habe und gemerkt habe, das Ding ist gut. Doch halt, bevor ich in diesem kleinen Review das Fazit schon vorwegnehme, hier erstmal alle Fakten zu dieser kleinen Retro-Perle. Splatterhouse Wanpaku Graffiti ist das zweite Spiel der Splatterhouse Videospielserie. Ihr wisst schon, Splatterhouse, die Videospielreihe, die sich sehr auf den Index wohlfühlt oder teilweise hierzulande gar nicht erschienen ist, weil zu viel Blut und Gedärm, gefüllt mit noch mehr Blut und Gedärm. Doch Wanpaku Graffiti ist komplett anders. Es wurde in einen friedlichen Kopffüßler-Look gehalten, ist aber nicht komplett ohne Gruselelemente. Und dabei erschien Wanpaku Graffiti nur auf dem NES. Und es ist ein Japan-exklusives Spiel. Also, wenn ihr von dem Teil noch nie was gehört habt, so wie es bei mir der Fall war, könnte es vielleicht daran liegen. Es ist auch das erste Splatterhouse-Spiel, das für eine Heimkonsole veröffentlicht wurde. Dieses Spiel ist also absolut einzigartig, in mehrfacher Richtung. Und wer sich jetzt die ganze Zeit gefragt hat, was eigentlich Wanpaku bedeutet, das heißt nichts anderes als frech. Also auf gut Deutsch heißt das Spiel so viel wie Metzelhaus, freche Wandschmierereien. Die Geschichte des Spiels beginnt in klassischer Gruselmanier auf einem örtlichen Friedhof. Als sich Jennifer über das Grab ihres Boyfriends Rick beugt und weint, treffen Blitzeinschläge das Grab und beleben Rick, der eine Maske trägt, wieder. Der Blitz zuckt erneut und trifft das Grab neben Rick und belebt dort den Kürbiskönig, den Hauptgegner des Spiels, wieder. Der Kürbiskönig entführt Jennifer und Rick muss sie retten. Ja, wie auch immer. Wer gern Horrorfilme sieht, weiß, dass Story nicht alles ist. Und hier ist es ähnlich. Das Spiel hat ganz andere Stärken als Horror oder Story. Man begleitet nun Rick über 7 recht umfangreiche Level und noch mehr individuelle Unterabschnitte, wie zum Beispiel der schon genannte Friedhof, diverse Gruselhäuser, eine Kanalisation, einen japanischen Tempel, einen See, die Wüste, einen Wald, um nur einige zu nennen. Ihr seht also, es gibt an Szenarien eine Menge Abwechslung. Und diese Abschnitte sind nicht nur, wie gesagt, abwechslungsreich, sondern auch grafisch sauber. Zudem hat das Spiel, wie schon erwähnt, einen verdammt guten Style. Um sich den zahlreichen Gefahren auf seinem Weg zu entledigen, wie zum Beispiel klassische Zombies und anderes Getier, hat Rick ein kleines Hackebeil mit dabei. Und ab und an eine Mini-Schrotflinte. Letztere ist äußerst praktisch. Und hier wird mal wieder gezeigt, warum die Schrotflinte der absolute Klassiker zur Zombie-Bekämpfung ist. Ohne Quatsch, man sollte echt bei jedem Horror-Game oder Film eine Art Berechnungsformel angeben, aus dem Querschnitt der Flinte und die Wirkung auf das jeweilige Monster. Und umso höher dieser Faktor, umso besser der Film oder das Spiel. Aber ich schweife ab. Also wie gesagt, die Schrotze ist wirklich effizient. Ricks kleines Hackebeil dagegen etwas gewöhnungsbedürftig, aufgrund der minimalen Reichweite. Oft sollte man zuschlagen, wenn der Gegner wirklich kurz vor einem ist. Gerade bei den flinken und recht originellen Bossgegnern kann dies schon mal zu Problemen führen. Aber eigentlich ist das ja recht realistisch. Ich meine, schaut euch doch mal diese kurzen Ärmchen an. Wie soll man da auf Reichweite kommen? Selbst ein T-Rex hat wohl bessere Voraussetzungen. Insgesamt steuert sich Rick aber sehr gut nach kurzen Einspielen. Wenn auch nicht so kurz wie die Arme des Hauptcharakters, ist man voll im Spiel und springt und metzelt sich durch. Und jetzt haltet euch fest, es gibt sogar ein Level-Up-System. Mit jedem erbarmungslosen Kill füllt sich ein Counter. Und heißt es dann Level Up, verlängert sich, nein, nicht seine Arme, sondern die Energieanzeige. Um ganz ehrlich zu sein, finde ich für diese recht kurze Spielzeit und den einfachen Hüpf- und Prügelsystem eine Möglichkeit zum Level Up ein wenig unnötig. Sicherlich keine schlechte Sache, aber ich denke, es wäre auch ohne gegangen. Denn die 7 schicken Level hat man in einer reinen Spielzeit in knapp 30 Minuten durch. Allerdings lädt das Spiel zu immer und immer wieder Spielen ein und außerdem braucht man schon 2 bis 3 Anläufe, bevor man das Game das erste Mal geknackt hat und zum großen Plot-Twist am Ende kommt, den ich euch aber natürlich hier nicht spoilere.
Nur so viel, sammelt im Laufe des Abenteuers unbedingt 2 Kristallkugeln ein und seht, was dann passiert. Was das Spiel aber absolut von seiner Konkurrenz abhebt, sind seine immer noch funktionierenden Anspielungen auf diverse Horrorklassiker seiner Zeit. Und dies vor allem bei den kurzen, aber abwechslungsreichen Bossfights, die wie gesagt aufgrund vieler schneller Objekte gar nicht mal so leicht sind. Dort erleben wir Anspielungen auf die Fliege, Alien, den Exorzisten und auch Michael Jackson und Thriller. Obwohl ich immer noch glaube, der Vampir und erste Endboss zeigt dem Spieler eigentlich den Stinkefinger. Aber ich will euch natürlich auch die kleinen feinen Schwächen von Splatterhouse von Paco Graffiti nicht vorenthalten nach dem ganzen Lob, auch wenn diese Kritik recht kurz ausfällt. Die Waffenauswahl ist minimal. Der Umfang, denn auch wenn das Spiel eine große Auswahl an verschiedenen Screens bietet, bleibt der eigentliche Umfang wie gesagt kurz. Doch auch andere große Klassiker der Retro-Geschichte haben ja gezeigt, dass dies nur bedingt etwas Schlechtes ist. Und man kann nicht zurück. Das Bild scrollt gnadenlos mit Rick mit nach vorn. Hat man einen Gegenstand verpasst, heißt es Pech gehabt. Und für alle, die sich das schon gefragt haben, leider ist der Soundtrack ziemlicher Durchschnitt. Keiner der Lieder im 8-Bit-Soundtrack bleibt irgendwo hängen oder hebt sich von anderen Spielen seiner Zeit in irgendeiner Form ab. So, jetzt aber genug gemeckert. Wer jetzt Lust bekommen hat, sich das Spiel einmal selbst anzusehen, auf eBay findet man die entsprechende internationale Hardware vorausgesetzt, das Game schon für ca. 20 bis 50 Euro und kann quasi nach wenigen Tagen loszocken. Ich meine, es muss auf den NES ja nicht immer nur Mario Bros., Zelda oder Tetris und Co. sein, sondern auch mal ein wenig Horror-Comedy. Ich danke fürs Reinschauen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, ich sag bis die Tage und ciao!